Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren großen Minecraft-Projekt beziehungsweise zum ersten richtigen großen Minecraft-Projekt auf meinem Kanal. Wir befinden uns aktuell auf, ich weiß gar nicht, in welchem Tag wir gerade sind, aber auf jeden Fall sind hier anscheinend schon ein paar Tage vergangen. Die letzten sind hier, glaube ich, schon bis in die Nacht auf dem Server gewesen, denn ich wurde zum Projekt Minecraft Apodia der zweiten Staffel eingeladen worden. Es gibt mehrere Fraktionen, ich werde gleich mal alles erklären. Gestern am 1. Oktober war offizieller Startpunkt, da habe ich aber nicht aufgenommen. Ich setze mich kurz mal in den Aufnahmemodus. Da habe ich noch nicht aufgenommen, weil es zu extrem Lags kam aufgrund eines Starter Packs. Dies ist jetzt behoben worden, bedeutet man braucht nicht mehr 5 Sekunden circa, um den Block abzubauen. Ich muss hier auch unbedingt mal die Musik etwas leiser drehen. Oh nein, ich höre schon ein Skelett oben. Es gibt nämlich hier... Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh, oh nein! Shit, 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 shit. Das habe ich ja ganz vergessen. Das habe ich ganz vergessen, das habe ich ganz vergessen. Wenn man stirbt, das bin ich gestern aus Versehen, dazu kommen wir gleich. Ihr wollt mich doch verarschen, nein! Nein! Nein, 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 nein. Ihr wollt mich doch verarschen, ihr wollt mich doch verarschen. Plan Abbruch, ich zeig's euch nicht. Ich zeig's euch, wenn wieder Tag ist. Hab keinen Bock nochmal 2000 Blöcke vom Spawn zu laufen. Ich baue mich jetzt hier einfach ein. Ich baue mich jetzt einfach ein. Sonst bin ich hier so gut wie gerippt. Dann erkläre ich euch erstmal in meiner kleinen chilligen Höhle, die ich hier schon gefunden habe mit einem Pfeil in den Kopf, wie das Ganze funktioniert. Denn das Ganze ist ein 1.19.2 Data-Projekt. Ich glaube auch mit ein paar Plugins und zum Beispiel auch kleinen Nebenmods, wie zum Beispiel oben rechts die kleine Minimap, die wir auch aufmachen können. Hier haben wir jetzt zum Beispiel... Was sind denn diese roten Punkte hier? Sind das die Mobs? Ich glaube, das sind die Mobs, die sie anzeigen werden. Und hier kann man auf jeden Fall sich einen kleinen Wegpunkt machen mit zum Beispiel Ü müsste es sein. Dann mache ich jetzt zum Beispiel hier Höhle. Und damit bestätigen wird hier so ein kleiner Punkt gelandet. Das Ganze können wir natürlich wieder... Ah, chillig. Mir fällt gerade auf, ich hatte noch nämlich hier 2, 3 weitere Standpunkte gesetzt. Deshalb ist das hier sehr komisch. Deshalb werde ich mir trotzdem mal hier einen Standpunkt setzen. Weiß ich, ob das mit dem Datapack runterschmiss zu tun hat. Auf jeden Fall wird das ganze Projekt durch Zap-Server-Hosting finanziert bzw. unterstützt. Die ermöglichen das ganze Projekt. Auf jeden Fall vielen Dank dafür. Jetzt kommen wir zu den Fraktionen. Ihr seht schon im Tab so ganz knapp von meiner Facecam abgeschnitten. Ich bin jetzt Freibeuter, Mitglied, dann mein Name und halt Aufnahmemodus. Der Anführer, der... Oh, ich muss mich auch noch... Ups, muten. Nicht, dass hier jemand in der Nähe ist, aber gerade ist eh nur einer on. Ja, ich nehme hier auch gerade kurz vor 9 auf. Aus dem Grund, weil es gestern Abend noch geleckt hatte und ich wollte schauen, ob es früh besser ist. Aber jetzt ist es komplett besser. Gestern waren wir zum Start ca. 20 Leute. Auf jeden Fall bin ich bei den Freibeutern. Der Anführer ist der liebe Renziffer. Unter anderem sind Blasted, Supano kommt auch noch dazu. Das war gestern ein bisschen zu durcheinander. Ich hab aber keine offizielle Liste von den Fraktionen, muss ich sagen. Ich weiß doch, dass wir 1, 2 Leute mit dabei haben, aber ich weiß auch aktuell nicht mehr deren Namen. Auf jeden Fall Blasted weiß ich und Supano. Und Renziffer ist Anführer. Es gibt auch noch neue Rollen. Neben Anführer und Mitglied wie Vize-Anführer, Soldat und sowas. Das wurde gestern auch noch nachhinein eingefügt. Und warum ich nur 4 Herzen habe, liegt daran, wenn man gestorben ist. Ich bin gestern nämlich gestorben an einem ziemlich dummen Fehler. Das werde ich euch auch gleich nochmal zeigen. Also nicht, also wie ich gestorben bin, nicht wie ich sterbe. Ich stand ein Block von etwas entfernt und ja, sneaken dachte ich, nö, brauche ich eigentlich in dem Moment so nicht. Ja, dann war ich wieder am Spawn und durfte erst mal 2 Kilometer hier laufen. Perfekt. Aber ist ja auch nicht tragisch. Ich habe ja nur eine komplette Eisenrüstung, ein halbes Inventar verloren. Von daher,
Ja, mal Spaß beiseite, dieser Tod, also komplette Eisenrüstung war zwar schon geil, aber dadurch habe ich etwas. Der Tod war nicht umsonst, sagen wir mal. Denn ich habe zwei Dörfer gefunden, von denen wir sehr profitieren haben können. Ich habe Betten gefunden, weil ich habe hier ehrlicherweise noch. Ich habe eine Kuh bis jetzt gefunden. Ansonsten habe ich mich von diesen Süßbären ernährt. Bohrenblüte. Ja, die brauche ich eher weniger. Dann habe ich, auf jeden Fall haben wir jetzt genug zu essen, beziehungsweise habe ich vor, dieses Dorf zu looten. Aber davor möchte ich mir erstmal wieder meine Eisenrüstung anfarmen, da das jetzt so der schlauste Punkt wäre, den man machen könnte. Ich werde mich erstmal hier weiter verschanzen, weil ich nicht weiß, wie es oben aussieht. Und wenn man jetzt einen Block abbaut, einen Block abbaut, einen Baum abbaut, habe ich gesehen, dass denn der ganze Baum direkt abgebaut wird. Das finde ich schon geil. Da braucht man nicht seine Axt so sehr verwenden. Und ich habe hier auch vom Renzefahr schon eine Goldhacke bekommen, die er irgendwo gefunden hat. Frag mich nicht wo. Und ein Mining, verzaubertes Buch. Oh, hier bin ich auf was gestoßen. Das sieht doch erst mal ganz vielversprechend aus. Da ist Licht. Oh, hier ist Eisen. Sehr gut. Was hau ich denn weg? Hier den Diorit brauche ich nicht. Andesit, Kies. Weg damit. Nehmen wir das ganze Eisen mit. Das brauche ich. Wir bekommen ja auch Roheisen und nicht Eisenerz raus. Ich glaube, wir haben hier noch eine Nebenhöhle. Auf jeden Fall ist hier sehr viel Eisen. Das ist sehr gut. Nämlich mit 4 Herzen ist nicht ganz so geil rumzulaufen. Ui. Hier können wir viel erkunden, aber mit 4 Herzen mache ich das nicht. Sonst habe ich ein etwas größeres Problem, dass. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Shit, 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 shit. Weg, 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 weg. Junge, Junge, wo kam er denn her? Willst du mich verarschen? Dann mache ich mir erstmal einen Ofen und schmelze mir etwas Eisen her, damit ich gleich nicht draufgehe. Wie viel habe ich denn? 9 Stück. Das reicht für eine Brustplatte schon mal. Das ist schon mal ein Anfang wert. Ich weiß nicht, auf welcher Höhe ich nach dir Ausschau halten muss. Auf der 1,8 ist es ja auf der Höhe 11. Deswegen versuche ich jetzt hier einfach mal mein Glück hier schon mal Eisen. Das ist sehr gut. Okay, also ich habe gesehen, ich habe gerade mal im Netz geschaut, auf welcher Höhe man Diamanten findet. Okay, auf der 1,8 geht es gar nicht in den Minusbereich, aber hier anscheinend schon. Ich habe mich jetzt hier einfach runtergebuddelt. Habe einfach schon 6 Diamanten. Jetzt brauche ich mich hier einfach hin. Hier sind einfach noch mehr Diamanten. Also besser kann es ja nicht dauern. War zwar jetzt nur einer, aber hier haben wir schon mal eine Höhle. Die leuchten wir erstmal aus. Denn ich habe gerade auf dem DC gesehen, dass es mit dem. Oh, ja. Perfekter Start, ne? Da wurde der Anführer der Hobbits umgenietet. Es gibt hier nämlich neben uns Freibeutern noch die Hobbits, das Kaiserreich. Genie? Keine Ahnung, was es sein soll. Und ich glaube, das Imperium gibt es auch noch. Und dann noch halt die Freiläufer, die sich eventuell auch noch dann demnächst irgendwelchen Fraktionen anschließen werden. Ich werde jetzt aber erstmal warten, bis hier ich meinen ganzen Herzen wieder habe, da es anscheinend mit dem Plugin, denke ich mal, etwas dauert. Aktuell 7 Dias sind schon eine gute Ausbeute. Vielleicht schaffen wir sogar schon die erste Dia-Rüstung. Ich werde Apodia auch auf Twitch livestreamen. Also, falls ihr live dabei sein wollt, schaut gerne in die Videobeschreibung. Da ist mein Twitch-Link immer verlinkt. Ich bin normalerweise immer ab 17:30 bis 20 Uhr circa live. Und dann werde ich mal hier ein bisschen weiter farmen, um zu schauen, was ich hier noch so Schickes finde. Ich habe jetzt inzwischen, es sind schon wieder ein paar Stunden vergangen. Ihr seht, ich bin noch gar nicht mehr in der Mine. Trotzdem, 4 Stunden, ja, funktioniert anscheinend ein Plugin nicht. Deshalb habe ich auch nur 4 Herzen. Ich bin aber gerade unterwegs, denn wie ihr seht, habe ich schon ordentlich gut ja, Strecke zurückgelegt. Ich bin auch gerade hier zum Eingang meiner Höhle. Ich habe gesehen, hier wird wahrscheinlich ein Übergang sein. Und hier ist die Wasserstraße hier oben. Nee, das sind die Werkzeuge. Ich meine, genau hier lassen wir uns unter.
Und hier ungefähr, wo bin ich denn genau hier? So, wie bin ich denn hier lang gefahren? Das hier fehlt ein bisschen von der Strecke, aber ich habe auf jeden Fall schon ordentlich gut was erkundet. Hab auch ein bisschen was noch an Eisen und Kohle mitgenommen. Und jetzt bin ich eben halt auf den Weg wieder zurück, um meine ganzen anderen Sachen zu holen. Ich werde diesen Weg zwar jetzt nur einmal gehen, denn ich habe keinen Bock nochmal. Vielleicht gehe ich doch irgendwann mal zurück und hole noch andere Items, aber ich hole erst für die wichtigen Items, denn der Rest ist eher so Nebensache. Zudem habe ich mir auch ein Schild gemacht, worauf ich erst gar nicht gekommen bin. Warum auch immer, fragt mich nicht. Können wir den Weg nehmen? Ich hoffe mal ja. Was zum Geier war das? Jo, der Weg funktioniert. Das ist schon mal sehr gut. Dann brauche ich den ganzen Weg nämlich nicht laufen. Es sind auch aktuell schon ein paar Leute. Also das Kaiserreich ist aktuell sehr aktiv, wie ich sehe. Die werden wahrscheinlich gut sich schon eine Base gebaut haben. Aber wir als Freibeuter sind noch nicht. Ich bin wahrscheinlich der, der aktuell am meisten Spielzeit hat. Ich habe noch ein paar Dörfer geplündert und circa einen halben Stack an Heuballen mitgenommen. Bedeutet, Samen haben wir genug, Brote haben wir auf jeden Fall auch ordentlich. An Essen sollte es uns nicht ausgehen. Die anderen Fraktionen bzw. Freiläufer dürfen auch nicht die Livestreams bzw. Videos, wie es auf YouTube zum Beispiel jetzt von mir gibt. Ich weiß gar nicht, ob irgendwer noch von den Freibeutern Videos macht, außer ich. Renzefahr, Supan und Blasted machen Livestreams. Ich habe von uns habe ich noch keinen gesehen, der auf YouTube Videos macht. Vielleicht bin ich da auch der Einzige. Oh, ich sehe auch gerade, ich bin sehr nah. Oh, hier ist sogar mein Eingang. Das ist sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. Jedenfalls darf die Konkurrenz, die anderen, ja, uns nicht verfolgen, was wir machen, da das Ganze ein Roleplay-Projekt der Mittelklasse ist aus dem Mittelalter, beziehungsweise was im Mittelalter spielt. Chat, alles klar. So, Renzefahr geht auch erstmal off wieder. Jetzt wollen wir mal schauen, was wir mitnehmen müssen. Auf jeden Fall die Dias, das ganze Gold. Dann nehme ich mal mit. Auf jeden Fall das ganze Gefarmte. Das braucht man eigentlich nicht. Das Holz auf jeden Fall. Die Kohle nehme ich auch mit. Smaragde, Eisen. Die Süßbären nehmen wir auch mit zum Anpflanzen. Erstmal auch, wenn wir sie wahrscheinlich nicht brauchen. Ich brauche an. Eigentlich brauche ich auch nicht mehr. Wir nehmen Weizenkörner. Ja, können wir mitnehmen. Ansonsten vielleicht noch ein bisschen Granit. Namensschilder können wir auf jeden Fall auch gut gebrauchen. Pfeile. Dann wird es hier auch schon wieder eng. Ansonsten haben wir eigentlich alles. Können wir vielleicht noch ein bisschen Bruchsteinschiefer mitnehmen. Aber mehr brauche ich auch nicht. Moment mal, ich nehme auf jeden Fall noch ein Bett von mir mit. Und ansonsten, hier sollte ja nichts mehr drin sein außer Bruchstein. Kann ich auffüllen. Beziehungsweise ich muss mal schauen, ob, weil ich bin ziemlich sicher, dass die anderen nicht gesehen haben, beziehungsweise es nicht mitgenommen haben. Und zwar hatten wir ja hier oben unseren Standpunkt. Und ich bin mir ziemlich sicher, hier läuft irgendwo ein Skelett rum. Jetzt muss ich aufmerksam mal schauen, wo das Ganze ist. Nicht wundern, ich bin noch ein bisschen erkältet, beziehungsweise habe einen leichten Schnupfen. Ja, die haben ihre Betten nämlich nicht mitgenommen. Das habe ich mir nämlich schon gedacht. Die werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Das können wir auch zerstören. Werkbank. Ja, die können wir hier mal. Ja, hier Weizenkörner. Und was nehmen wir denn hier? Die Windschienen. Ah, ich weiß nicht. Obwohl, Granit können wir uns farmen hier. Dann kann der ganze Spaß die spawnen. Und dann begeben wir uns auch wieder auf den Weg in die Heimatbasis. Dort dann schön anfangen zu können, den Hafen zu bauen. So, jetzt müssten wir in diese Richtung. Ich würde auch meinen, dass wir jetzt hier für die erste Folge erstmal einen Schlussstrich ziehen.
Wir sehen uns auf Twitch ab 17:30 in den Livestreams. Da werden wir auf jeden Fall auch Apodia 2 streamen. Oder ihr seht euch das Ganze hier auf YouTube an. Da hier kommen eher so die Highlights on, beziehungsweise das, was ich noch hinterher aufnehme. Ich werde wahrscheinlich sehr wenig Stream-Ausschnitte hier mit auf YouTube bringen. Ich werde eher eigene Videos dazu machen. Ansonsten, ja, wäre es das jetzt von der ersten Folge von Minecraft Apodia. Ich hoffe, das Projekt gefällt euch. Ansonsten könnt ihr das auch bei den ganzen anderen ja, Streamern, YouTubern sehen. Ich packe euch die Liste mal zu den ganzen Creatoren in die Liste. Aber haltet euch bitte an die Regeln. Spoilert niemanden, wirklich keinen anderen aus den anderen Fraktionen, beziehungsweise auch nicht aus der eigenen Fraktion von dem, was sie überhaupt nicht wissen können, außerhalb des Server-Geschehens, was sie erlebt haben. Das ist nämlich sehr zu beachten, dass ihr das nicht macht. Aber ich vertrau euch da an der Stelle mal. Ansonsten würde ich sagen, schaltet gerne nächsten Dienstag 15 Uhr hier wieder ein. Wahrscheinlich kommen nicht nur Dienstag Videos, da das Projekt, glaube ich, 4 Wochen oder so geht. In der 4. Projektwoche wollen wir das endbesteigen. Mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Da werden eventuell dann öfters Videos kommen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao, Leute!